So, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play. Warte mal, jetzt bin ich gerade am Hängen. Let's Play The Outer Worlds, mein Gott. Genau, ich wollte eigentlich jetzt mal unsere Parvati mit der tollen Wissenschaftlerin hier in Kontakt bringen. Aber wir sind irgendwie immer irgendwo hängen geblieben, weil hier ist nämlich auch noch ein Medical Bay. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. Oh, du hast ein Ausweismodul gefunden, das du mit dem Holomantel kombinieren kannst. Wenn du das damit verbundene Sperrgebiet betritt, wirst du automatisch getarnt. Oh, cool. Holographische Verkleidung aktiviert. Ein Holomantel ist aktiv. Du hast daher zeitweilig Zugang zu diesem Sperrgebiet. Bewegung verbraucht die Energie des Mantels. Wenn die Energie aufgebracht ist, werden die Wachen dich zur Rede stellen. Wenn du dich aus einem solchen Verhör herauswinden kannst, wird dein Mantel zurückgesetzt. Aber weitere Verhöre werden schwieriger. Ah, okay. In the public areas and we'll get along fine. You ever wonder if maybe folks keep doors closed for a reason? Okay. To the last rat is on rotten time. Leave me in peace. You ho-headed quack. Junge, was zur Hölle ist das denn? Okay, bin ja schon weg. Hier ist irgendein OP-Raum. Wenn ich da jetzt wieder reingehe, ist es dann wieder zurückgesetzt. Okay. Ich suche nämlich... Eigentlich suche ich nämlich diese Zugangskarte hier für diese Karte der Krankenstation. Die muss ja irgendwo sein. Meint ihr, man kann das Ding noch upgraden irgendwie? Geh mal da lang. Den könnte man noch knacken. Der ist zu. Immer mit der. Okay, nee, kann ich im Moment nichts weiteres machen. Okay, dann müssen wir jetzt mal einmal gehen. Oh. Okay, also der Holomantel aktiviert sich automatisch. Das ist gut zu wissen. Oh, wer bist du denn? Yep. We're having a spot of trouble with our delivery service. Oh. Ich soll dir von Wheeler ausrichten, dass du ihm wegen deiner Lieferung nicht mehr auf die Eier gehen sollst. Wheeler meinte, dass deine Lieferung noch eine Weile auf sich warten lassen. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Brauchst du denn die Robotereinheiten? Medical personnel are difficult to come by on Groundbreaker. Hört, glaube ich dir, woran liegt das? The board won't let their doctors and nurses station here, and they own all the medical schools. If we can't hire their people, we can't hire anyone. Everyone on staff here on Groundbreaker was trained by me or Idris. We're good, don't get me wrong. But we've only two heads between us, and we don't know everything. Okay, ich kann ja nach ihm suchen. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out though. A place is probably crawling with outlaws. Okay. Das ist das Erste.
Genau, die Sanitärmaschine, da hat auch noch, da habe ich auch keinen Punkt irgendwie für, ne? Ne. Das können wir mal versuchen. Vielleicht haben wir jetzt, dadurch, dass wir dieses Holo-Ding haben, haben wir jetzt Zugang da vielleicht hin. Mal ausprobieren. I mean. Achso, hier waren wir schon, genau. Ich try's einfach mal, I mean. Ja, ist tatsächlich in Ordnung. Das ist ein Terminal. Ah, hier. Geh nochmal raus, ich lade mich nochmal voll. Ah, aua. Das ist ja jetzt gar nicht cool. Den habe ich schon. Okay, da muss ich meine technische Fähigkeit noch mal ein bisschen verbessern. Hey. Dann können wir die Schlösser da vielleicht knacken, wenn ich meine technische Fähigkeit beim nächsten Level Up noch mal verbessere. So, jetzt gehen wir erstmal die Parvati mit dieser tollen, ne, ihr wisst schon, wen Bescheid, bekannt machen. Weil das wünscht die sich ja schon seit Anfang an. Was ist denn hier los? Junge, what? Oh, wer bist du denn? RT greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen. A home-style consumable protein dispensary. May this unit dispense proteins for your ingestion. Ja, dann zeig mal, was das... Okay, der hat einfach nur drei Sachen, die man hier theoretisch essen kann. Da ist nicht so viel, ne? Oh, hier ist noch mehr? Ah, guck mal. Grüß dich. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Wow. Ich bin Captain der An, allerdings mein Schiff gerade gestrandet. I heard we had someone in impound. Wish I could help. I gave the bureaucrats a mode of authority over freight traffic, and it rankles them good when I challenge it. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Genau, ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Frieden nicht zu gefährden. Gefährden, what the fuck. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer is just passing through. Wenn ich mein Schiff wieder hab, geht's nach Monarch. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different. So welcome aboard. Parvati, du wolltest doch mit Junlei reden. Das ist deine Gelegenheit. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Weißt du was, Parvati? Du kannst dir gerne frei nehmen. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow,
Great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Okay. Ist ein bisschen warm hier, nicht wahr? Breaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Warum hast du die noch nicht repariert? Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Gibt's da keinen Spielraum für Kompromisse? None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Hm, du brauchst jemanden, der sich darum kümmert. Meine Preise sind angemessen. That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Die hinteren Buchten. Soll ich wissen, wo das ist? I forget not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Okay, ich beschaffe dir die Teile. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Ich glaube, wenn wir denen hier mit dem Hitzeproblem helfen, dann sind die uns auch ein bisschen freundlicher gesinnt. Da. Genau, das machen wir zuerst. Chief Junlei sure seems well, huh? Well, I didn't expect her to be so tall. And did you see the size of her arms? Ja. Alles in Ordnung mit dir? Just took off guard, is all. I never met another engineer before, it wasn't my dad. Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? She's just, here's how to fix it. And they trust her. It's just, she's calm and knows what to do. I wish I was half so confident. Okay. Wir reden später nochmal miteinander. Erstmal müssen wir jetzt die Teile holen. Oh, da müssen wir hin. Okay, dann let's go. Hintere Buchten. Okay. Neighbor from above approaches our realm. Back away now. We'll parley with the king. Are you one of us yet? Wer bist du denn? Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Okay, Dann fronten wir die doch mal, wenn das nichts Persönliches ist, ne? Bro. Einmal kurz ein bisschen. Muss unbedingt healen, Alter. Also ich weiß jetzt nicht, was die da für ein Aura hatten. Montag. Ja, nehmen wir mal mit. Schadet ja nicht. Aber es müssen noch mehr hier sein, ne? Die waren das hier irgendwie angegriffen, habe ich das Gefühl. Oh. Looten wir die Sachen doch erstmal.
Wir gehen erstmal immer looten. Das ist das Allerwichtigste. Was ist denn hier los? Ja, auf jeden Fall, Mann. Hier ist es sehr gemütlich. Wird hier jederzeit wohnen wollen. Was hat denn da Geiles? Plasmagewehr, Bitmodul, Hammer, okay, Mülleimer. Okay. Erstmal müssen wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter umgucken. Irgendwie werden mir hier noch Gegner angezeigt, aber ich kann einfach nicht erkennen, wo die sein sollen. Na gut, gehen wir erstmal hoch. Ah, Banditen-Scharfschütze. Oh, fuck. Die Waffe ist echt nice. Junge, was machen, was sind die denn hier? Parvati? Oh. Ich sollte vielleicht mal helfen kommen. Jetzt actually gestorben? No way, oder? Die ist jetzt ernsthaft tot? Also komplett tot? Okay, sie steht wieder auf. Ich wollte gerade sagen, Junge, als ob die jetzt wirklich komplett dead ist. Die ist dann halt nur Knockout. Okay, ich verstehe. Das kann ich gut noch nachvollziehen. Also, wir gehen jetzt aber erstmal oben gucken, was die da gemacht haben, ne? Ich meine, warte mal, Fertigkeitspunkte verfügbar. Ich muss in Tarnung, Schloss knacken und so. Packe ich alle 10 Punkte rein. Gut. Alle 10 Punkte in Tech. Und jetzt können wir uns hier oben nämlich mal ganz in Ruhe umgucken. Was haben wir denn da? Sturmgewehr. Warum stehlen? Hier ist doch eh niemand. Ja gut, ist da jetzt hier sowieso niemand mehr ist, kann ich das ja auch einfach alles mitnehmen, ne? Oh, der Armreis ist auch gut. Hier werden wohl irgendwelche Subkulturen gezüchtet. Plasma-Schneider. Den so brauche. I don't know. Ich würde mal eher nein sagen. Ist nämlich wahrscheinlich eine Nahkampfwaffe. Ist das hier noch? Habe ich das schon leer gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Leichte Munition. Untersuchen. Das könnt ihr euch auch gerne einmal durchlesen. Also ich muss sagen, diese Waffe hier, die macht mich wirklich glücklich. Dieses leichte Maschinengewehr, ne? Also, die ist wirklich geil. Dann gehen wir mal hier hoch. Geht's hier nach oben? Hier geht's nur noch weiter nach unten. Hier noch hin. Entschuldigung. Ich hab dich gerade mal nochmal als... Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nicht auf dich schießen. Lass dich mal laufen. Flammenwerfer. Einmal einsacken. Ich habe jetzt erstmal alles unter Beschuss genommen. Geht's dir gut? Kann ich irgendwie mit dir reden? Rückst du dich auch wieder? Ja, vielleicht wenn ich weggehe, was ist das denn? Nehme ich, sag ich mal, alles ein hier, ne? Ja, du hast ja sicherlich nichts dagegen. Oder etwa doch? Hä?
Gar nichts. Er schießt die jetzt einfach. Ruf bei Groundbreaker gesehen. Ja, tut mir leid, Freunde. Groundbreaker neutral. Das wird sich alles gleich ändern. Aber die ist jetzt ein bisschen da im Weg gewesen. Das war jetzt leider eine natürliche Selektion, die ich da tun musste. Ich musste jetzt kurz einmal Gott spielen. Die Frage, die sich mir jetzt nur noch stellt, ist, wie komme ich denn da hoch? Ja, so ja offensichtlich nicht. Da ist ja irgendwo eine Treppe nach oben sein. Also hier definitiv nicht. Also hier ist auf jeden Fall absolutes Ende im Gelände. Na, hier werden wir nicht weiterkommen. Weißt du, ich habe hier gerade wirklich den kompletten Laden auseinandergenommen. Das ist auch wieder so geil. Ich habe den kompletten Laden, ach guck mal, hier ist das, auseinandergenommen. Und dann klaue ich was und die so, what do you think you're doing? Junge, als würde ich da was sagen, wenn da gerade ein Tönnis mit einem dicken Maschinengewehr steht. Ja. Der nimmt irgendwelche Sachen damit. Und ich bin nicht bewaffnet. Ich würde einfach die Fresse halten, ja. Dann soll er die Sache noch mitnehmen. Die ist jetzt nur gestorben, weil sie die Fresse aufgemacht hat und angefangen hat wegzulaufen. Und ich keine Zeugen hinterlasse. Ist sonst noch irgendwas mitzunehmen? Aber warum nehmen wir das einfach hiervon? Das hängt ja hier nicht umsonst, oder? I mean... naja, wie dem auch sei. Hier ist noch ein Lüftungsschacht gewesen, ne? Ich glaube, hier hätte man vielleicht auch so durchsneaken können. Ja, wenn man die Leiter hier genommen hätte, man hier durchsneaken können. Okay, muss man auch erstmal wissen. Aber wir sneaken nicht, wir sind Motherfuckers und deswegen töten wir hier einfach alles, was uns über den Weg läuft. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr happy mit diesem LMG hier. Das macht sehr guten, macht eine sehr gute Arbeit. Deswegen glaube ich, dass das tatsächlich meine Main-Waffe wird. Das Ding hat echt Wumms. Das hat Zunder, das Teil. So, Chefe. Ich hab dein Energiedings hier, was du haben wolltest. Überbrückungskontakt. Hier kann ich auch noch was knacken. Ule, Schlüsselkarte. Die Frage ist, wo kriege ich die Sachen immer her, wenn ich das Terminal jetzt benutze? Persönliche Daten. Hintere Buchten. Könnt ihr auch euch einmal durchlesen. Status der Promenade. Zurück zum Stammfahrzeug. Nachrichten. Könnt ihr euch einmal den Betreff angucken. Okay. You've returned. And in one piece. Color me impressed. Naja, ich habe Teile für den Kühlkörper. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Oh, perfekt. Definiere klein. More than a few. Less than a hive. Nothing you can't handle. We were salvaging parts from a ship. Turned out there were eggs inside. They got into the radiators and here we are. Okay. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Okay. Was ist das? Suche halt krampfhaft diese verkackten Schlüsselkarten. Ich habe das Gefühl, für die Schlüsselkarten muss man jemanden umbringen. Das würde ich aber eher ungern machen. Hier wäre nochmal eine Werkbank. Können wir nochmal Sachen reparieren? Ich habe halt nichts zum Zerlegen, ne? Na, bringt nichts. Ja. Ich muss, glaube ich, doch mehr Waffen mitnehmen. Aber wo muss ich denn lang? Hier wahrscheinlich, ne? Okay, come on. Wir haben da unten aber Probleme mit irgendeiner Seuche. Also wird das jetzt auf jeden Fall als erstes mal erledigt. So, Parvati. Ja, da haben wir, da höre ich sie doch. Hör ich sie doch schon krabbeln.
aber jemand jetzt leicht dizzy, ja? Erledigt? Ja, hier müssen noch mehr sein. Na, da oben ist noch einer. Okay. Gut. Plasmadrüse, das klingt sehr interessant. Was ist denn hier für ein Haufen? Mantis-Schwarm. Aber warum? Ich frage gar nicht. Ich frage gar nicht erst. Warum sollte ich auch? Warte mal, da hinten ist ein Terminal. Und zwar will ich es nochmal angucken. Ankunftsbestätigung, das dürft ihr einmal lesen. Auch das dürft ihr lesen. Das war's schon. Okay. Manchmal verstecken sich in solchen Spielen so. Ups. Ey, in so Computereinträgen auch manchmal Quests. Also hier ist jetzt erstmal alles safe soweit. Nehmen natürlich jetzt die Gegenstände hier mit, ne? Wäre Verschwendung, die liegen zu lassen. Hier auf der Seite ist nichts mehr. Aua, ma. Okay, ihr fucking Mantis. So, ihr verkackten Mantis-Penner. Ich muss ja wirklich alles wegsnacken. Das ist halt auch böse, ne? Ich meine, schön, dass er die Mantis-Dinger ausgeschaltet hat. Aber er ist trotzdem böse. Findet man es dafür, dass das so ein dickes MG ist, mit dem Teil aber doch noch sehr mobil. Okay. Kommen wir von hier aus da runter? Ja, können wir. Hier ist eine Leiter. Dann nix wie runter. Und da oben ist noch einer. Avati? Ich will da jetzt nichts sagen, ne? Aber ohne meine Hilfe solltest du sowas vielleicht nicht unbedingt machen. Ich meine, du willst mutig sein. Ich kann das auch verstehen. Du möchtest der Junlei oder wie sie heißt hier. Nehmen wir auch mal mit. Du möchtest der Junlei hier ein Vorbild sein. Du möchtest zeigen, dass du es drauf hast. Aber du übertreibst. Du übernimmst dich. Sollte ich dir mal andere Waffen geben? Habe ich denn noch so? Habe ich noch was im Inventar? Was hat denn Montag? Ein Flammenwerfer wäre doch mal was, oder? Mit so einer billigen Pistole. Gibt jetzt einen Flammenwerfer. Ja, das ist auf jeden Fall ein Flammenwerfer. Also hier muss ich jetzt irgendwas an dem Terminal machen. Lithiumpumpen reaktivieren. Oh, hier sind nur Protokolle. Guck mal, kann ich euch nochmal zeigen. Könnt ihr euch alles einmal durchlesen. Okay, wir haben es gemaked, also. Guck mal, Grüße gehen raus an solche RPGs. Wirklich jetzt mal. Das habe ich ja bei The Witcher so kritisiert, dass du den scheiß Dungeon jedes Mal nochmal zu Ende latscht und nochmal zurücklatschen musst. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Hier kannst du, machen sie dir einfach eine, quasi einen Shortcut als Tür. Das ist sehr geil. So, Parvati. Groundbreaker ist safe from melting to bits now. Lots of good people can rest easy because of you. Ja, das war wegen uns, Parvati. Du hast gut mitgeholfen. Das war nicht ich alleine. So, Champ. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention.
I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Ooh. Okay. Okay, keep him quiet. What do you think you're doing? Gar nichts. Carry on. Ist natürlich jetzt blöd. Ruf bei Groundbreaker gesenkt. Ich habe einen Groundbreaker-Ruf. Annehmbar. Na, guck mal. So, was haben wir denn noch zu tun? Tagebuch. Also wir haben auf jeden Fall noch... Bring die Groundbreaker-Waffe an dich. Irgendwas muss ja hier noch zu machen sein. Wo soll das denn sein, verflucht? Ich kann actually nichts erkennen. Also hier vorne ist... Hallo Edna. You mean to send a message? If so, we best do it now while we still got time. Warum sollte uns die Zeit davon laufen? No, but our relaying capabilities, that's on the final countdown. We're going offline in 3, 2, 1.5. No. Wait, I've lost track of my weeks. Maybe it was 36 or sometime dire soon. Okay, warum sollte sie bald offline gehen? Our primary relay station soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. That'll put the whole system in a right dire situation. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Dann sollte das Ersatzrelais mal wieder online gebracht werden. Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. The chief. Ich könnte mir das einmal ansehen. I should say no, but why not? Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky, or I'll get my approval in time. Hope you don't mind if I borrow that manual when you're done with it, Captain. I could do with some leisure reading. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? Okay. The relay stations orbit the edge of the Halcyon system, so they tend to receive the majority of any transmissions from Earth. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through. Okay. It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them. Gut, dann verlassen wir das Gespräch. Ja, Freunde. Mal einmal niesen. So, da bin ich wieder. Einmal genießt. Wir gucken jetzt mal einmal nach dieser verdörricht noch einsten Groundbreaker-Waffe. Ich weiß jetzt gar nicht, was das sein soll. Waste Disposal. Ach, guck mal. Okay. Was soll das denn sein? Hier wieder drin oder was? Irgendwo da hinten oder da oben muss das irgendwo sein, ne? Komm ich denn da hin? Hier vielleicht durch? Ne. Hier vielleicht hoch? Ne, das ist irgendwie hinter der Wand. Das ist auf jeden Fall nicht richtig. Lass uns mal nochmal schauen. Nicht mal eine Map irgendwie? Ach, guck mal, ich kann auch hier die Ebenen umschalten, ne? Da, ich muss eine Ebene nach unten. Noch eine Ebene zu hoch. Ja, mal gucken, wie komme ich denn eine Ebene runter hier? Das ist wahrscheinlich nicht die richtige Ebene. Hier rein wahrscheinlich, ne? Jawohl. Ja, ist auch nicht korrekt. Lang. Okay, Freunde, wo ist diese Groundbreaker-Waffe?
hier vielleicht hochklettern? Ne, das ist auch nicht richtig. Okay. Einmal auf jeden Fall das einmal auswerfen. Moment, das muss ich euch auch schon mal. Ich muss euch ja wenigstens die Chance geben, die Sachen einmal zu lesen, ne? Okay, wir gehen jetzt nochmal einmal raus. Ziehen uns auch nochmal um. Und gehen dann nochmal hier hinten rumgucken. Ich glaube. Ja, dafür habe ich nicht mehr genügend. Pavati ist das. Die zieht sich also auch um. Okay. Na schön. Da. Einschlaghammer. Ja, ich weiß jetzt nicht so ganz, wie ich da hinten hinkomme, ehrlich gesagt. Aber ich muss hier durch. Moment. Irgendwie muss hier aber eine Tür sein, so wie ich das erkenne auf der Map. Ja, die ist aber versperrt. Das ist natürlich nicht gut. Ach, guck mal. Hier gibt es noch irgendwie... Kann man noch irgendwie. Oh, guckt euch das mal an da oben. Da muss ich jetzt aber sagen, bin ich etwas überfragt. Kommen da offenbar noch nicht hin. Na gut. Ist jetzt erstmal nicht so schlimm, dann machen wir was anderes. Dann, das machen wir später, das können wir auch nicht machen, der leere Mann. Das ist auch das Waffenmodul, dort kritische Lösung. Finde Captain Iron von dich zu. Das machen wir als nächstes. Das ist das nächste, was wir machen. Dann kriegen wir nämlich auch bei Groundbreaker wieder bessere. Ne? Achso, warte mal, ich darf ja gar nicht weg, ne? Fällt mir gerade mal ein. Ne, ich darf ja gar nicht weg. Moment, da müssen wir jetzt aber mal einmal. Jetzt trotzdem einmal kurz zu meinem Schiff. Wie komme ich denn da hin? Zu meinem Schiff. Wer bist du denn? Hey there, you mind stepping back? This charming little ship's been impounded and I'm afraid I can't let you near it till it's not. Okay. Kannst du mir dabei helfen, die Probleme aus dem Weg zu schaffen? But that's just not my bailiwick. You'll want to have words with our representative here from the board, Mr. Udom Bedford. His office is on the promenade. Gut, dann gehe ich erstmal. Also, ich kann erstmal nicht auf mein Schiff. Bring die Waffen. Bring die Wissenschaftswaffe der bla bla bla. Okay, Protokolle auf Hawthorne Terminal erwähnen Gerüchte von der Groundbreaker über einen Wissenschaftler, der damit gebracht hat, eine mächtige Waffe zu erforschen. Vielleicht finden sich auf der Station Hinweise. Ein weiteres Protokoll. Und Hawthorne erwähnt Gladys Laden. Anscheinend hat der Schmuggler dort eine heiße Spur gefunden. Was haben wir denn da? Zolldatenbank. Ja, schwierig, Digga. Schwierig. Da müssen wir erstmal nochmal mit der Gladys vielleicht reden. Wegen der Wissenschaftswaffe. Dann machen wir jetzt erstmal das hier. Ich muss nämlich jetzt, sprich mit. Wir müssen mit beiden nochmal quatschen. Ja, Gladys. Ist irgendwie dahinter. Ich muss irgendwie dahinter kommen. Aber da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau, wie ich das machen soll. Also irgendwie muss ich dahinter kommen. Wir reden jetzt erstmal nochmal mit der Gladys. Warte mal, was ist das denn hier? War ich hier schon? Ah ja, das war das Badezimmer, ne?
Ja, hier gab es auch keinen geheimen Gang oder so, ne. It's almost time for today's episode of The Chairman's Children. Care to listen with me? Phineas hat mich geschickt. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Ui. 10.000 Bits habe ich natürlich nicht. Sag mir mehr über die Geschäftsgelegenheit. I find I'm in need of a ship captain with a little more flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms. Okay, lass hören. Do you know Edna over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Okay, ich bin dabei. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Okay. A copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Okay, verstanden. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Gut. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Junge, what the fuck? Okay, erstmal. Okay. Schwere Waffen. Ich schätze mal, diese MPs, dieses MG ist eine schwere Waffe, ne? Pumpen wir in jeden nochmal was rein. Dann kommt da noch was, der Rest rein. Genau, einmal nochmal ein Überzeugen. Und das kommt auch rein. Und dann hätte ich gerne, was haben wir denn da sonst noch so? Also, Zeitdilatation Maximum ist eigentlich, benutze ich am Schaden, wenn alleine. Mache ich nicht. Gehgeschwindigkeit und Sprintgeschwindigkeit sind nochmal nicht so schlecht. Grundrüstungswert. Der ist gut. Zusätzliche Munitionsvorräte. Okay. Aufladen. 50 XP von Begleitertötungen, okay. 20% Händlerpreise, ist auch gut. Nehmen wir mal das nochmal, bevor wir uns in die nächste Ebene wagen. So, warte mal, jetzt müssen wir nämlich mal einmal Parvati, die ist nämlich auch ein Level up. Was ist das? Technik, was ist das? 10% Chance Mods auf dem Schlachtfeld zu finden, das ist gut. 10% Nahkampfschaden, Rüstwert, Fernkampfschaden. Machen wir dir. Tagebuch. Nee, doch, warte mal. Ich würde da gerne nochmal mit ihr drüber reden. Gibt's dann nochmal was, was ich mit ihr besprechen kann? Wollte ich mal noch was anderes fragen. Nee, das ist alles irgendwie nicht das, was ich meine. Okay, also die Wissenschaftswaffe wird irgendwie schwierig. Das müssen wir mal nochmal, das Notsignal, im Schiff, Relays, kritische Lösung. Ja, wir haben nichts anderes. Wir haben keine andere Wahl, als jetzt nochmal mit dem Tennis zu quatschen, weil das leisten können wir uns nicht für 10k. Das werden wir nicht schaffen, deswegen müssen wir auf jeden Fall jetzt mal mit dem Tennis hier vom Vorstand reden. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has
Something happened to my favorite scruffy freelancer? Ja, der ist tot. No, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. Okay. Wie stand's so zu ihm? My dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Ja. Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? Wilde Möter haben ihn beim lebendigen Leib gefressen. How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their droppings. Mhm. Kommen wir jetzt wieder den wichtigen Themen. Right, you are going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Nee, leider nicht. That's... Well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Nee, alles gut. Ich bin soweit erstmal zufrieden. Gut, wir können jetzt also wieder das Schiff besichtigen. Dann machen wir das da soweit. Gut, ich soll jetzt irgendeinem Notsignal nachgehen. Das, meine Damen und Herren, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Denn wir haben jetzt einiges zu tun auf dem Schiff. Moment, was haben wir denn hier? Genau, wir müssen nämlich jetzt nochmal mit den Leuten reden. Das machen wir nochmal. Wir machen das doch noch nicht in der nächsten Folge. Wir gehen jetzt erstmal aufs Schiff. Wir bringen VK Max jetzt erstmal sein Terminal-Dings, sein Terminal-Eintrag. Und dann, wer bist du denn? Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Du willst mit, ne? Boss, that's a fine looking ship. Only thing it's missing is me. Yes, I absolutely am. Warum willst du denn unbedingt mit? That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay, betrachte das als dein Vorstellungsgespräch. Das klingt fair. Ich meine, first time for everything, right? Ask me anything you like. Wie schlägst du dich im Kampf? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. Okay. Was ist deine größte Schwäche? Thorin told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. Nein, du bist angeheuert. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss.
You're not going to regret this. You got a crew now, Felix. Okay. Felix, du bist dabei. Wir müssen jetzt eh nochmal mit den Leuten reden. Wir müssen jetzt erstmal Max. Was? Ich habe Petey erhalten. Was ist denn Petey? Ah. Ach, guck mal, den kann ich direkt auch, ne? Kriegst du erstmal direkt 30 Grundleben. Und direkt auch Fernkampfschaden. So, Parvati, mit dir wollte ich sowieso mal reden. Hey, Captain. Can I get your temperature on something? Aber selbstverständlich. So, June Lei and I have been talking some. Through messages? I got him here on my datapad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Okay, du würdest sagen, es kommt von Herzen. Oh, Law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt, kinda. Oh, klingt, als würde sie dich mögen. I don't know where it's leading yet or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways, not like other folks seem to be. It's not that I can't. I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they didn't... They said I was cold. Du bist so ziemlich die wärmste Person, die ich kenne. Zur Hölle mit dem. Thanks, Captain. Makes me feel a touch better. I actually had another message from June Lei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking. Isabel? Who's Isabel? Das ist in Ordnung. They were close, Captain. More than friends close. Okay, also sie standen sich nah. I don't know. June Lei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? Lost Hope? Ja, selbstverständlich. Alkohol löst alle Probleme. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Okay. So viel dann dazu. Wir gehen jetzt nochmal einmal mit dem Pastor reden. So, Mr. Pastor. Hier ist ja einiges am Start. Wo hat Felix sich denn jetzt eingerichtet? Hier? Nee. Hier ist der Pastor. Hier ist Dings. Ach, hier hat Felix sich eingerichtet. Na, guck mal einer an. Gewalt ist nicht die Antwort. Gewalt ist die Frage. Die Antwort lautet ja. Was ein Tennis. Okay. Mr. VK-Max. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Du hast einen Moment gezögert, VK. Was verschweigst du von mir?
I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? Okay, da scheint mir das sehr verdächtig zu sein. It was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Okay. Brechen wir auf. Tagebuch. Okay. Ja, okay. Also wir haben jetzt erstmal grundsätzlich nicht mehr so viel auf Groundbreaker zu tun. An der Stelle würde ich auf jeden Fall sagen, wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play The Outer Worlds. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.